Vielen Dank für den Kauf des SR Touch 4 Max Wasserdichtfalls mit Vollbild-Touch-Funktion für Ihr Handy. Hier sind einige wichtige Hinweise. Bevor Sie das Handy installieren, entfernen Sie bitte alle Klebefelder von der Oberfläche des Handys, um zu verhindern, dass sie im Fall gefangen bleiben und nicht entfernt werden können. Dazu gehören Bildschirmschutzfolien, Objektivschutzabdeckungen und alles, was auf der Rückseite des Handys haften könnte, wie Aufkleber, magnetische Ringe und so weiter. Überprüfen Sie die Oberfläche des Handys auf Schäden. Wenn es Risse am Bildschirm oder am Gehäuse gibt, sollten Sie das Handy nicht mit diesem Wasserdichtfall tauchen. Es wird empfohlen, das Handy erst nach der Reparatur oder dem Austausch beschädigter Teile zu verwenden. Führen Sie den leeren Fall nicht unter Wasser, um Schäden an der Touchschicht durch den Wasserdruck zu vermeiden. Beim ersten Gebrauch können Sie das mitgelieferte Teststück installieren, um die Dichtheit unter Wasser zu überprüfen. Finden Sie das passende Modell des Adapterstücks und installieren Sie es zusammen mit dem Handy. Reinigen Sie den Bildschirm von Verschmutzungen oder Fett, um zu verhindern, dass diese sich auf der Innenseite des Falls festsetzen. Überprüfen Sie vor dem Verschließen den Zustand des Dichtrings auf Schäden oder Fremdkörper. Wenn der Dichtring beschädigt ist, wechseln Sie ihn gegen einen Ersatz, der im Paket enthalten ist. Schrauben Sie die beiden Schrauben fest, bis der Dichtring verdrückt ist, dann können Sie den Fall verwenden. Für Handys mit einem großen Bildschirm wird die Verwendung der unteren, nach oben gleitenden Funktion nicht empfohlen, da ein kontinuierlicher Druck auf den Rand des Falls unter Wasser zu einer Erschöpfung der Innenmembran führen kann. Es wird empfohlen, die Assistiv-Touch oder virtuelle Menüfunktionen zu verwenden, um zwischen verschiedenen Funktionen zu wechseln oder Apps zu schließen. Nach dem Tauchen, wenn Sie denken, dass die Schrauben nicht leicht zu öffnen sind, verwenden Sie das mitgelieferte Tuch, um die Schrauben zu umwickeln und zu öffnen, um Kratzer an den Fingern zu vermeiden. Nach dem Reinigen des Falls, legen Sie das Teststück wieder in den Fall und befestigen Sie den Schutzfilm auf der Touchschicht, um ihn vor Licht zu schützen. Bewahren Sie den Fall nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in einer Umgebung mit hoher Temperatur auf. Wenn Sie den Fall im Flugzeug oder als Gepäck mitnehmen, halten Sie bitte die Abdichtungskappe des Falls geöffnet, um Schäden durch das Expandieren der Luft im Inneren des Falls zu vermeiden.